Hallo, ich bin der Yoshi. Alter, Hallo, ich echt? bin Marino. Hallo, ich bin Sigi Stab. Ich mag übrigens dein Profilbild, Marino. Warum ist da ein Danke. Baum? Ich weiß nicht, ob man es im Weil Stream erkennen kann, aber Baum. da, Marino, der Baum. Also sieh mal unsere Profilbilder. Oh, du überträgst einfach das. Ich habe einfach Discord Oi, übertragen. oi, Sehr kritisch. oi, Damit das gut aussieht. Ich habe es zurechtgeschnitten, damit es nicht gut aussieht, wenn ich jetzt Vollbild ändere, aber im Vollbild. Oh sagst du boy. jetzt bitte den Code oder so? Sie muss erstmal was starten. Wir müssen erstmal was starten. Welches Spiel wollen wir spielen? Ja. Ich hoffe, Ja? man hört den Sound vernünftig. Also, worauf habt ihr heute Lust? Ja. 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 Fangen wir Okay. mit einer Runde Drawful an. Drawful ist lustig. Okay, dann machen wir Draw4 geht Drawful. immer. Kannst du noch einen Ticken lauter machen? Oh. Natürlich kann ich es. Für euch doch immer. Danke. Kein Ding. So. In Drawful geht es darum, schlecht zu zeichnen. Und ich kann sehr gut schlecht zeichnen. So, und da steht jetzt der Code, Hack. Okay. Den gibst du ein. Jetzt kannst du A, erstmal ein B, Bild C, von dir D. malen. Von mir? Ja. Okay, warte. Wie sehe ich denn aus? Keine Ahnung. Ah, Moment. Das bin ich. Du siehst ja wunderschön aus. Danke. Finde es schön, dass ich pink bin. Das mag ich. Ich nehme wieder den klassischen Siegfried. Und Gesundheit. warte, Ich bin Zeichnerino. der hat gar kein. Oh, da sind wir süß. Oh. Das ist mein. Das Josh-Sass. Das ist der Slime-Sass. Klassiker. Josh-Sass. Eieiei. Was ist denn ein Among Us Joke, versteht ihr? Verstehe ich Hey, nicht. welcome to Drawful. It looks like there are four of you playing, and I'm underwhelmed by your efforts so far, but maybe you'll get better over these next two Hat die uns rounds. gerade No need for getrashtalkt? jibber-jabber, let's Ja. play. Okay, I'm sending a title to each of your Du musst jetzt devices. das malen, was Choose a da in name deinem that's Browser Ding steht. strange, like pickpocket or magic smell. Draw a picture on your device that would have that title, and when you're done, hit send, and you'll get points for each player that can correctly guess your title. So, start drawing. Go now. Oh mein Gott. Wie soll man das denn bitte rüberbringen? Das denke ich mir auch gerade. Same. Ja, und die ist einfach direkt fertig. Entschuldigung. Hat Hack einfach das simpelste Bild überhaupt bekommen. Nein, ich fand es sehr schwer, sieht doch hässlich aus. Ich hätte mein Surface nehmen sollen. Nimm fürs nächste. Du kannst dich ja so lange holen, wie wir malen. Nein. Ich will auch Scheiße malen. Ich. Ey, das braucht jahrelange Übung, Jahrelang. So, ich hab was ne? gemalt. Junge, ich kann Das weiß ist gar gut nicht genug. zeichnen. Es ist einfach. Ich kann das nicht richtig zeichnen, egal. Home. So, was ist Das ist das? das Monster unter meinem Unser Bett. Tablet, ja. Ihr müsst jetzt einen Titel dafür finden oder das im Browserfenster schreiben, wie ihr denkt, wie das Bild heißen könnte. Monster unterm Bett. Hack, das musst du schreiben. Niemand, wenn du das dann, es muss so klingen, dass es nicht das. Du musst quasi den echten Namen von dem Bild erraten. Oh, bitte leiser tippen. Dann wird. Sorry. Team Monster Monster So, jetzt müsst ihr wählen, was ihr denkt, was das Richtige ist. Der richtige Titel. Die Monster AG. AG. Schade. Sehr überzeugend, Dankeschön. Das war ein Das hat klassischer mich Siggi. zu sehr Verdammt. überzeugt. Ja! Das ist der Also. wütende Mann unterm Bett. And we
Ich kann Like geben, ich mag die Monster AG. Der hat ein Like bekommen. Dankeschön, Dankeschön. Oh, ich hab dir keinen Kamm gemalt im Dino. Ich hab vergessen, dir ein Like zu geben, Sigi. Egal. Da, was soll das? Ja. Oh, Gesundheit. Danke. Here are your choices. Eine Zeichnung auf. Das ist alles gut. What did everybody pick? Eine Fuck! Ja, ich dachte, der Bindestrich kommt niemals von einem von euch. Doch. Ach, come on, Hack. Eine Zeichnung auf ein... Das war's! Was? Wirklich? Ich meine, es ist akkurat, aber trotzdem. Wie soll ich denn eine Zeichnung auf einem Handy darstellen? Mach doch irgendwie einen Bleistift daneben oder so. Man zeichnet doch nicht mit einem Bleistift auf sein Handy drauf. Ja, aber irgendwas mit Zeichnungen. So, also das ist... Handy. Mal Marino. Smartphone. Mal Marino, ja, genau. Ah, Lassi, du hast so viele Punkte, hör mal. Oh nein, Opa! Was ist passiert? Was soll das darstellen? Ich hab einen guten Titel. Ich bin die Zeichnung von uns so süß. Und ich spiele super, es gibt auch einen zweiten Teil, aber ich weiß jetzt, der in einem Partypack okay, drin ist. Hier sind deine Choices. Oh, was? Demo. Was? Okay, Oh, ich wurde auf Discord angeschrieben. Großvater mit Doppel-S, das kann nur von Marino sein. Großvater mit Doppel-S. Ich hab... Das Großvater mit Doppel-S ist tatsächlich von mir. Der macht scharfes S automatisch zu Doppel-S. Ach so, okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Oh, immer mich entschuldigen. Ja, du bist halt anders. Was ist das? Das ist eine gute Frage, actually. Die Frage ist, was bedeuten die Partikel? Hä? Gesundheit. And here are your choices. Mädchen pinkelt. And here are your picks. Danke, Sigi, danke. Oh Mann. Die sind Läufer. Ich hab das genommen, was genauso klang wie meins. Aber Dankeschön. Sigi und ich haben dieselben Gedankengänge. Zitternde ja. Beine, was? Das soll Zittern darstellen? Ich weiß nicht, wie man zitternde Beine malt. Ich meine, es ist gut, ich erkenne, dass es Zittern darstellen soll, aber ich dachte, das wären Grashalme, als ich es gesehen habe. Ja, das war schon. Deswegen Wiesenläufer. Und Sigi über eine Wiese laufen. Was? Was zur Hölle? Was bedeutet das überhaupt? Ja, wie soll ich das? Das frage ich mich auch. Ach so. Kann ich sie da löschen? Gar nicht. Das ist die Challenge.
Das heißt, ich habe sonst Drawful und nicht Draw Good. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Also, wer auch immer sich das ausgesucht hat, ist dumm und scheiß im Gehirn. Danke, gern geschehen. Ich weiß nicht mal. Ja, das ist gut genug. Wieso niest du die ganze Zeit? ich habe eine Allergie. Nichts mein, ich verstehe schon. Alright, I've got your pictures. Now it's time to share. Enter your title now. Ist das Undertale? Undertale. Ich hab einen Titel. Ich mag, dass man als Attacke kaum lesen kann. Ja. Vor scheißem Malen schreiben. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich habe eine schreckliche Handschrift. Eine Mausschrift. Warum steht da Schiemde? Schiemde. Das ist natürlich eine Schiemde. What did everybody pick? Ach, danke. Verdammt. Das war das Einzige, was richtig geschrieben war. Zusammen mit dem. Warte, was war's? War es jetzt doch eine schiemende Angriff der Kühe? Wieso Kühe? Was für Kühe? Ich hab Küche gelesen, ich Idiot. Deswegen dachte ich, dass das von Sigi richtig war, weil es das einzige Richtige geschrieben ist, was übrig war. So dumm. Und trotzdem erster Cringe, Marie. Oh mein Gott. Just a prank. Ich hoffe, der Sound passt im Stream. Ich habe keine Ahnung. Okay, here are your choices. Verstehen Sie Spaß ist meine liebste Show. Ich habe nie Verstehen Sie Spaß geschaut. Glaube ich. Kann sein, dass ich es geschaut habe. Ich weiß es nicht. Josh lügt live am Stream. Du hast ja einen sehr schlechten Humor, es sollte schon passen. Alright, who picked what? Yay! Ich wusste nicht, was ich sonst nehmen soll. Oh nein, ja, ich hätte Schabernack nehmen sollen. Ja, Schabernack klingt so gut. Wenn Schabernack ein wundervolles Wort ist. Als ob es verstehen sich Spaß ist. Als ob! Was? Ja, Mann! Wie soll man verstehen sich Spaß machen? Ganz ehrlich. Das ist eine gute Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Das Ding. Ja. Der Gewinner, Leute. And our next weird doodle. Stallone? Hä? Ach so, oh. Stall One. Ach so. Nein. Ich hab keine Ahnung. Können wir eine Regel einführen, dass wir nichts hinschreiben? Okay. And here are your choices. Ich hab... Was? Here's everybody. Ich bin sehr verwirrt. Ja, ich auch. Fuck. Ich hab's gewundert, dass es mit E geschrieben wurde. Ich war sehr verwirrt. Zu meiner Verteidigung, ich wusste nicht, wie ich den Stallone-Aspekt rüberbringen soll, weil ich keine Ahnung von diesem Typen habe. Ich weiß nicht mal, was Stallone das überhaupt ist. Das ich ist irgendein Schauspieler oder so. Keine Ahnung. Ich liebe irgendwelche Schauspieler. Huck ist mein Lieblingsschauspieler. Wow, wir sind einfach... Wir haben alle drei die gleiche Punktzahl. What is this? Was ist das denn?
Mein ganzes zeichnerisches Talent ist in diese Zeichnung reingeflossen. Oh, fuck, bewegt sich nach links und die sind alle gut. Pick something. Ich hab keine Ahnung. Nein! Wo ist dein Zahn kaputt? Ich weiß es nicht. Yeah! Alter, Zeichnerino. Auf zum Bananenmobil ist das Beste, was ich je gehört habe übrigens. Ja, danke. Ich hab's euch nicht erkannt. Ich hab die Zahnbürste zu früh mit dem Mund fusioniert und das nicht genug getrennt gemacht. Das war mein größter Zeichenfehler. Wo ist da eine Zahnbürste? Wo ist da ein Streich? Ich wusste nicht, wie ich das Streich zahlen muss. Ich hatte überlegt, Prank hinzuschreiben. Und dann dachte ich, warum soll ich da Prank hinschreiben? Hack hat Likes bekommen. Hack hat die besten Antworten geliefert. Noch eine Runde oder ein anderes Spiel? Was wollt ihr? Okay. Same players. One more game of Drawful. Blah, 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 blah. You know what to do with these titles on your devices. Blah, 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 blah. Just start drawing. Was bekomme ich hin? Nein, was? Okay. Oh, ich bin so dumm! Das einfach aufhören, dumm zu sein. Das wissen wir, Maronius. Nein, ich bin hirntot. Nein, das ist... Nein, nein. Nein, ich bin nicht stolz. Das ist gut geworden. Keine Sorge. Das macht nicht mal Sinn. Mein schaffe ich, glaube ich, nicht mehr in der Zeit. Ich konnte das irgendwie noch retten. Wo ist überhaupt ein Zeitlimit? Siehst du doch auf dem Screen da. Was ein Screen? Auf deinem Bildschirm. Oh. Ja, dann. Hast du keine 5 Bildschirme, damit du alles checken kannst? Leider nicht. Na. No. Hey, if you don't hit send in the next 30 seconds, no one will ever see. Ja, keine Sorge, 30 Sekunden reichen. Wie passiv aggressiv es sieht. Okay, ich hoffe, das ist gut genug, dass man es erkennt. Fuck, ich hoffe, ich hab den Titel falsch gelesen. Was ist das da unten? Aha! Ich bin mir gerade super unsicher, ob ich's falsch gemacht hab. And here are your choices. And here are your picks. Ich kenne mich noch nicht mit Schach aus. Was soll das sein? Nein! Das sieht aus wie ein Pferd von einem Schach. Das war. Ich bin einfach nur dumm. Da stand Stach ohne Läufer, aber ich habe einen Springer gezeichnet, weil ich ein Vollidiot bin, der durchgeschickt. Das ist ein Pferd und kein. Und ich dachte halt Zebra, weil das ein Pferd. Ich habe extra fucking Schach. Dann dachte ich so, oh, Zebra. Das war so dumm. Warum male ich einen fucking Springer, wenn ich einen Läufer malen soll? Oh mein Gott, was? Man hat sogar das Schachbrett erkannt, bis auf Marino. Aber der zählt nicht. Okay, here are your choices. Hey!
könnte halt alles sein. Ja. Ja, Frauen sind echt sehr ähnlich. Das ist sehr schön. Die Hälfte ist Wut, die Hälfte ist böse. Ich hab gerade actually den richtigen Titel eingegeben und ich musste was anderes schreiben. Das ist... Waren es die bösen Gedanken wirklich? Ja, es waren die bösen Gedanken, das wollte ich eingeben. Ich hab wütende Gedanken geschrieben, weil das für mich eher wütend als böse aussah. Aber ich kann es verstehen. Clever, gut genug gezeichnet, Hack. Gut gezeichnet. Oh, danke schön. Besser, als ich es jemals kennt. Oha. Ich dachte, die machen ohne Schrift. Was? Ja, ich muss es retten. Es ist eigentlich was komplett anderes. And here are your choices. Ich meine. Modern Talk. Ja. Ich dachte, er wäre der beste Fake aller Zeiten oder richtig. Ich liebe es, wie Siggy und ich beide denselben Gedanken mal wieder hatten. Ja. Ich liebe Dieter. Oh nein. 1, 2, 3. Here are your choices. Jeder dritte hat Depression. Oh nein. Ah, Gott. And here are your picks. Danke. Ma. Es klingt zu gut, um wahr zu sein, deswegen. Das ist das Letzte. Yeah. Wer würde eine Kompetenz... Du hättest vier machen müssen, weil wir zu viert sind. Das stimmt. Maroni. Soweit habe ich nicht gedacht. Ey, was? Das habe ich nicht gezeichnet. Warum sagst du Maroni und Sieg jetzt gezeichnet? Das ist eine gute Frage. Bin. Weil er Maroni ist. Ach so. Du bist so das Allerletzte, dass wir dich nicht mal dran. Weil er Maroni ist oder weil er Maroni ist. Egal. Nein, es ist so schrecklich. Fertig. Beste Zeichnung meines Lebens. Wenn jemand eine Objektion hat, dann soll er sie doch bitte einwenden. Fuck. Drawful ist fantastisch. Fuck. Ich hab ein Problem mit solchen Malspielen. Ich mal immer so ein kleines süßes Männchen. Top 10 kleine süße Männchen, die Hack gemalt hat. Musik ist fertig. Ja. Es fehlt nur noch Maronus. Aus Zelda Wind Waker. Ah ja. Ja, natürlich. Okay, here are your choices. Ich hab schon mal meinen Favoriten der Antworten ausgewählt. Was so? Hä? Oben auf und davon der. Hä? Was? Ja. Here's everybody's picks. Ich fand die Baumerhebung wirklich, wirklich gut. Baumerhebung! Und das war so klar, dass von sie kommt, weil das ist genau mein Humor.
Oh, ist es der Himmel? Ja. Ist der Himmel. Ich dachte mir, es ist am simpelsten, wenn ich den Boden zeichne und dann auf den Himmel zeige, das mit Himmel darzustellen. Warum meinst du nicht einfach Wolken? Weil ihr dann alle Wolken schreiben würdet. Möglich. Do we? Nice! Das ist ohne Schreiben. Das musste ich aber schreiben. Das ist abstrakte Kunst, Hack. Da steht nicht nice, da steht, das ist Schokoglasur. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. And here are your choices. Teppichgravur. Sigi, du kannst nicht über Teppichgravur lachen, wenn noch nicht alle abgestimmt haben. Tut mir leid. Ich finde das nice Graffiti ziemlich gut. Das Freundliche finde ich auch ziemlich gut. Yeah. Ich dachte kurz, das wäre ein Teppich, weil das eine aussieht wie ein Ende von einem Teppich. Teppichgravur kriegt ein Like von mir. Danke. Ja, Mann. Von mir auch. Wie likest du denn etwas? Ich verstehe das nicht. Nachdem ein Dings durch ist, kannst du im Browserfenster für deine Lieblingsantwort liken. Wo denn? Ja. Ich verstehe. Im Fenster werden die alle aufgelistet und dann kannst du aber abstimmen, was du am besten fandest. Was steht da? Nespresso? Warum machen die jetzt alle doch mit Schritt? Was ist ein Espresso? Kaffee. Kaffeemarke. Von Nestle, die klauen Wasser. Zählt Wasserdiebstahl als möglich? Okay, here are your choices. Gott, das ist schwer. Was für ein George Clooney. Das dachte ich mir auch. Das muss doch das Richtige sein, oder? Das würde doch nicht. Genau da bin ich gerade am struggeln. Ich nehme den guten Morgen Kaffee. Oh, danke schön. Sigi, deine Antworten sind immer die besten. Als ob! Das Ding ist, George Clooney hat ja immerhin so eine Espresso-Werbung. Ja, als ob jemand von uns Fernsehen. Nein, Junge! Das ist der Junge! Ich bin ein Mädchen, du Junge! Das ist ein scheiß Meme! George Clooney ist dafür bekannt, einfach, dass er. Was für ein Meme! Er redet von mir. Was ist das? Man kennt das von Hack, ist er da das Männchen drauf. Ja. Und es ist pink. Here are your choices. Oh wow, das ist alles dasselbe. Es gibt kleine Unterschiede. Sehr kleine. Ich meine, ein Liebessegel ist nicht unbedingt eine Single-Bootsreise, aber sowas ähnliches. Irgendwer hat noch nicht abgestimmt. Ich glaube, Segi. And here are your picks. Ach man. Eine klassische Segi. Ich fall jedes Mal auf ihn rein. Ja! Da ist auch Single-Bootsreise. Das war das, was ich am erst nicht genommen hätte. Und deswegen habe ich es genommen. Du bist schlau. Und damit hat Ziggy Stub gewonnen. Yeah. Wow. Okay. Okay, solange dürft ihr Marino sehen. Yeah. Ich kann zwischen uns allen hin und her swappen. Das ist der beste Stream aller Zeiten. Okay, lass was Neues spielen. Okay. Jo. Mach auf Back to Pack. Was wollen wir denn tun? Nimm ein anderes Pack. Oder wollen wir noch eine Runde You Don't Know Jack 2015 Edition spielen? Weil das gibt's auch in einem späteren Pack, das Spiel. In einer neueren Version nur, glaube ich. Wenn's schon hier ist, dann können wir es auch machen. Das ist richtig. Das ist eine Quizshow mit bescheuerten Fragen. Start a game activation.
Nichts für Leute, die kein Allgemeinwissen besitzen. Ich habe null Allgemeinwissen. Dann sind wir ja schon mal zwei. Ich bin Josh Jack. Ich bin immer noch Zeichnerino, sorry. Okay, let's go. You don't know Jake. Kennt man. POV, du siehst ein attraktives Woman. Ein attraktives, oh Gott. Ich kann nicht reden. Tut mir leid. Was ist überhaupt die Wrong Answer of the Game? Was bedeutet das? Das weiß niemand. Der erklärt es doch gerade, wenn ihr mal leise sein würdet. Nein, der erklärt nur seinen Sponsor. Achso, dann kackt drauf und redet darüber. La 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 la. La 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 la. Achso, es gibt eine falsche Antwort, die mit dem Sponsor in Verbindung steht. Und wenn wir die finden, sind wir krass. Slide the used balloons, ha. Okay, merke ich mir. Eins, ne? First question. Reizwäsche und Rohstofffragen. Ergänzen Sie den fehlenden Begriff. Latex zu Kautschuk, Vilakritschne zu Latschenkieferextrakt, Süßholzwurzel, Sisal oder Blattlaussaft. Fuck. I guess. Roni braucht immer ewig. Ja, das sind wir uns da einig, ja. Ja, Latex wird aus Kautschuk gewonnen, Lakritze aus Süßholzwurzel. Das ist doch simple Mathematik. Wir können uns mit, Dings bedingsen. Peter Maffay for so. President. Player 3, you could use more cash. Yeah, why don't you take a crack at this one? Warum kommt das jetzt schon? Und Sie sagen mir bitte bei jedem Namen, ist das ein Schlagersänger oder ein Politiker? Philipp Amthor. Drücken Sie die 1. Press the X button. Wenn es ein Politiker ist, drücken Sie die 2. Oh Gott, oh nein. Für mich bloß die V-Button. V-Button. Pick your answers before player 3 does, Bubat. Because if player 3 gets it wrong, everyone who gets it right will split that cash. Wir müssen einfach nur erraten, ob Politiker oder Schlagersänger ist. Gildo Horn, Schlagersänger oder Politiker? Ja. Egon Bahr. Nein. Yes. Nein, warte, gar nicht. Nein. Peter Alexander. Scheiße. Marino. Ihr könnt schon noch vor mir dingsen, oder nicht? Ja, aber du musst das schnell machen. Ich bin ja so scheiße! Junge! Ja, Mann. Ach, come on, Alter, minus 1000 mit Corona. Ich hab 700 plus gemacht. Ja, come on, Alter, was soll das? Alle haben plus gemacht, außer Mandarino. Oh. Drei Harry. Take a good look at- Darüber macht man keine Witze. Wenn Superman nicht auf der Erde spielen würde, sondern auf einem Planeten, der von Hermaphroditen bewohnt wird, wie könnte der Stählerne dort heißen? Super Kakerlake, Super Twitter, Super Hermann oder Super Homo? Doch keine Ahnung, ich habe irgendwas gedrückt. Ich weiß nicht, was Hermaphroditen sind. Peinlich. Hermaphrodit ist, wenn du sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane hast. Oh, ich hab. Ja, so. Ich bin so dumm. Marie, Alter. Du hast gerade peinlich gesagt. Oh, wow. Super Homo, ha. Du bist selber ein Super Homo, ey. Ja. Tut mir leid, wir reden hier nicht von Ziggy, Marino. Ich glaube, das war der Fehler. Öfter mal nichts Neues. Ergänzen Sie den fehlenden Begriff. Istanbul zu Konstantinopel zu Byzanz, Chemnitz zu Karl-Marx-Stadt zu Eisenhüttenstadt, Chemnitz, Krakau oder Bratislava. Weiß ich doch nicht. Dafür muss man ja Deutscher sein. Oder so. Da habe ich eben mehr, ein bisschen mehr als eine Sekunde geantwortet. Nein, ich bin dumm. Autsch. Oder doch nicht. Es geht darum, wie sich der Name der Stadt verändert hat. Konstantinopel und davor Byzanz. Chemnitz hieß früher Karl-Marx-Stadt und davor Chemnitz.
Deswegen heißt es, das heißt heutzutage wieder Chemnitz. Der muss sowas wissen. Kein Hurensohn auf der Welt denkt sich auf der Straße, boah, ich weiß diesen Fact, ich bin der geilste auf der Welt. Ich weiß doch, dass Chemnitz existiert. Heutzutage. Professor Brinkmann hat den Schwarzwald satt. Er möchte seine Klinik nach Agadir in Marokko verlegen, seiner Vorliebe Krankenhäuser nach den Landstrichen zu benennen, in denen sie liegen, bleibt er aber treu. Wie nennt Professor Brinkmann seine neue Heilanstalt in Agadir? Dennenklinik, Abruzzenklinik, Appalachenklinik oder Atlasklinik? Alter, er will sie bei Marokko bauen. Halt mir die Frage nicht schon mal. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, er hat mich jetzt gescrewt, das heißt ich muss. Ich hab zu spät geantwortet. Ich wollte erst noch nachdenken. Du musst dich schon beeilen. Sorry. Dankeschön. Ich bekomme Ziggy mein Geld. Ja, was auch immer. Bonk. Players 2 and 3? Au. Oh, honestly. Atlas Klinik. Agadir liegt in den Ausläufern des Atlasgebirges. Effendi Brinkmann, du nimmst drei Ziegen für die Operation. Ich mag's, dass Marino minus Geld hat. Minus 1000. 3000. Boah, das mit den Politikern und Schlages, das hat mich komplett vernichtet. Wenigstens den Udo Jürgens-Punkt hättest du holen müssen. Ja, come on. Ich kenn Udo Jürgens nicht. Wie kannst du den Jürgens nicht kennen? Help, help, help! I'll save you. 6x. Try this on for size. Insekten im Ring. Angenommen, der Begriff Fliegengewicht wäre wörtlich zu nehmen. Wie schwer wäre dann eine boxende Stubenfliege? Bis zu 38, 81, 56,379 oder bis zu 51 Kilogramm? Ja, ne? Player 4? Player 2? Ich hab jetzt auch Minusgeld. 56,379. Macht sie eine solche Zahl nicht ein bisschen misstrauisch? Aber... Players 1 und 3? 51 Kilo. Ja. Warum wisst ihr sowas? Ich hab geraten. Ich auch. Ausschlussverfahren. Ja, 81 klang mir zu schwer. Die 53, irgendwas würde niemals jemand irgendwo als Verordnung hinpacken. Und ja. Schicksalsschläge und der Wille zum Job. Ihre Karriere als Frauenarzt wurde durch ein Gerichtsurteil jäh beendet. Als oben ohne Raumpfleger sind sie an ihrer Hausstauballergie gescheitert. Aber Steher, der sie sind, haben sie nun einen Besorgungsservice gegründet. Und schon klingelt das Telefon. Ihr erster Anrufer braucht dringend Pastinaken. Wo kriegen Sie die am wahrscheinlichsten her? Aus der Apotheke, aus dem Gemüseladen, von Boris Pasternak oder im Ausländerwohnheim? Player 2? Pastinaken sind drüben, ergo käuflich zu erwerben im Gemüseladen. Ach echt? Hast du nicht Stardew Valley gespielt? Nein! Ziggy, du bist Stardew Valley? Pastinaken wirst du kennen, wenn du irgendwann mal Kinder hast. Acht Ziegen wirst du. Also werde ich es nicht kennen. Ich hab doch mal Pastinaken gegessen. Okay, Ziggy. Da steht er. Der Westernheld John Wayne. Und vor ihm im Staub liegt der räudige Fallspieler, den er aus der tugendhaften Stadt verjagen will. Er knallt mit der Peitsche, obwohl er gar nicht weiß, warum sie knallt. Wissen Sie das? Sie durchbricht die Schallmauer, Leder reibt an Leder, die Peitschenspitze enthält ein Chakra oder beim Schlag wird die Luft heißer als 100 Grad. Nimm das, das hört sich cool an. What? No. Oh. Ich bin mir sehr sicher bei meiner Antwort. Die Peitsche durchbricht die Schallmauer. Fuck. Was? Das Ende der Peitsche erreicht Geschwindigkeiten von mehr als 1100 Stundenkilometern. Da kann man für den Ah oh, ja, das macht Sinn. Hoffen, dass keine Radarfalle das ergibt Sinn, aber ich finde die andere Antwort cooler. Das war die wrong end of the game. Ihr habt richtig geraten. Ja! Yeah. From slightly used balloons. Slightly used balloons. When the party's over, the it's a girl. Ich mag slightly used balloons. 8000? Was? Bitte? Der Moment, wenn Marino jetzt vorne liegt. 9 Ine. May I introduce Sexualtrieb und das alte Rom. Ooh. Der Twitch-Bann endlich. Was eine Blume. Du willst dir
Freund Tom und meint damit die Blonde an der Bar. Spricht er da Quo Vadis, Pars Pro Toto, In Dubio Pro Reo oder Atergo? Boah, was eine Bluse. Oh nein, Yoshi schon wieder. Marino, mach mal. Ich hab keine Ahnung von Italienisch und Altrömisch. Ach Mann, Alter. Player One nicely screwed. Danke. Jetzt bin ich der Reichste. Sag, dass die Musik aufgehört hat. Im Zweifel für den Angeklagten. Dieser Rechtsgrundsatz gilt in diesem Spiel leider nicht, aber sie kommen mit einer Geldbuße davon. Players one and four. Er spricht Pars Pro Toto. Pars Pro Toto bedeutet, ein Teil steht für das Ganze. Ihr Freund Tom meint mit Bluse nicht nur das Kleidungsstück der Dame, sondern seine Objektebegierde als Ganzes. Wahnsinn. Wow. Und das wusstet ihr? Nein, ich hab geraten. 10! Ihr schlauen Leute. Noten 6 und tapfere. Warum hat das alles noch mit 6? Weil man das so Klicks bekommt. Versprach ihr, den Arsch zu petschieren, sie hin und vorn zu kristieren und dabei einen wackeren Furz fahren zu lassen. Ah, erotisch. Ludwig II., Goethe oder Casanova. The fuck? Das kann ja nur einer sein. Was? Ich hab zutiefst euren Saldo etwas petschieren zu müssen. Players 1 and 2. Das Ganze hat Mozart in einem Brief an seine Cousine von sich gegeben. An seine Cousine? Das war richtig. Heiliger. Ich hab mal mitbekommen, dass Mozart ganz schön arschig drauf gewesen sein soll. Oha. Seit wann ist Mozart based? Okay. Dann. Okay, jetzt musst du so schnell drücken wie möglich, wenn die Begriffe übereinstimmen. Zweite Geigen in Kugelhagel. What? Was muss ich? Was? Du musst den Kugelbegriff und du musst A drücken, wenn da der richtige passende Begriff erscheint. Ja, zum Beispiel ist Joe. Derek, du kommst mir zu nah. Hör mal bitte auf damit. Ach, Zeichnerino, was soll das? Joe Mama. Ha. Den Namen habe ich schon mal gehört. Karl Lauterbach. Nein. Fuck. Wir haben kein Allgemeinwissen. Nee. Ach, wirklich? Mike Hammer, der ist ja der Hammer. Wer ist Phil Decker? Deckt er mein Dach? Eine Mama. Danke, Mama, ob du mein Dach deckst. Der alte okay. Crockett. Klein Crockett. Holmes Crockett. Mike Hammer. Fuck. Was habt ihr mit Mike Hammer? Ich mag Mike. Mike Hammer ist mein Onkel. Ich wollte auch mal drücken, aber irgendwie funktioniert das nicht. Kujak. Ich hätte bei Interpol drücken sollen. Fuck. Du verlierst gerade all dein Geld. Ich weiß. Faust, Goethe. Fäustchen. Das ist so richtig, Alter. Ah, das ist Axel Voss. Porno-König, ah ja. Twitch-Bahn. Fäustchen. Es ist Hack geworden, verdammt. Echt? Weil ich all mein Geld rausgeworfen habe. Oh nein, was? Was? Ich dachte, ich bin letzter. Was? Ich bin letzter. Oh. Und Marino ist doch letzter geworden, wie auch immer das möglich ist.
Hey, der ist nicht mehr Minus, okay? Wenigstens etwas. Geht noch eins. Wie geht noch eins? Wir spielen noch ein bisschen. David, hallöchen. Hallo. Hallo. Wollt ihr nochmal oder verzichten? Das ist was anderes. Ich würde verzichten. Anderes. Okay, okay, okay. Ich sehe schon, wir sind Vollidioten. Das verstehe ich. Mach Party Pack 2 oder 5 oder Wir können Nummer 4 wegen dem Lügen-Spiel machen. Oh ja, mach. Das klingt lustig. Oh, Lügen. Lügen? Oh, was war das denn wieder für ein Spiel? Ist das laut? Hilfe, ich sterbe gerade. Siggi, nur weil du stirbst, darf man mitspielen. Nur als Audience, würde ich sagen. Aber es würde weniger Sinn ergeben, wenn wir Lügen erzählen und... Dann mit Leuten da sind, die uns nicht, die nicht, ich nicht kenne. Fibbage 3 ist das, ne? Genau. Enough about you. Komische Fakten über deine Mitspieler. Ich habe sehr viele komische Fakten auf Laber, das war das hier. Fibbage, enough about you. Josh lügt übrigens. Josh lügt. Finde ich gut. Ich kann nicht rein. Gib den Code richtig ein am besten. UUHV. Hab ich? UUHV. Marino. Marino Bart. Okay, jetzt aus irgendeinem Grund. Ja, perfekt. Alle da. So, wie läuft denn hier der Hase? Emil. Ich mag deinen Mauszeiger, Siggi. Der sieht so professionell aus. Oh nein. Meinen kann man nicht mal sehen. Meiner ist eh cooler. Das stimmt. Kannst du ihn wieder draufpacken? Da ist er. Ich liebe ihn. Da ist er. Ich liebe ihn. Da ist er. Here's how it works. You're gonna see a question about yourself on your device. Just answer as honestly as possible. During the game, you'll make up lies about the other player. You get 500 points for everyone you fool, 1,000 for finding the truth, and on your question, you get a reputation bonus for players who know you well enough to get it right. Ah, okay. Good. What's it, was? Check your device and answer that question. Okay. Ich das war so offensichtlich. Meine Frage weiß nicht, ob ihr darauf kommen würdet. Gleich müssen wir versuchen, für die anderen zu lügen, glaube ich. Wer fehlt noch? Lüge, Lüge. Ja, ich muss kurz noch schreiben. Maroni muss noch die Wahrheit. Als Roman schreiben. Marino, du musst die Wahrheit antworten jetzt. Ja, ja, ich weiß. Okay. Something this player would take on the Mars. Oh mein Gott. Ah, das ist schwierig. Was nimmt Siggi mit, wenn er zu Marino geht? Okay, look for the truth and pick it. Oh, die Antworten sind alle fantastisch. Ich weiß genau, was von Marino kommt. Okay, let's take a look. Ja, genau. Yeah, wieso nimmst du Marino mit, um zu Marino zu gelangen? Das verstehe ich nicht. Hast du heutige Fragen nicht gesehen? Doch, hab ich. Oh mein Gott, es hat ein Like bekommen, perfekt. Verdammt. Stimmt. Ich hätte wissen müssen, dass es die Wahrheit ist. The best prank this player has ever seen or taken part in was blank. Okay, enter your lies. Oh. Das Geräusch irritiert mich gerade sehr. Ja, was ist das überhaupt? Entschuldigung. Oh. Finish
Hack, hack, hack. Ich hab keine Ahnung. Okay, here you go. Heilige Fragen. Junge. Was ging nach Marino, das hier, ehrlich gesagt? Hydro-Hype, geil! Es geht auch um 10. Ja? Oh! Das ist so geil. Das klang nach Marino. Ja! Eine Grube gebaut und jemand ist reingefallen, klingt nicht nach dem besten Streich, den man je gesehen hat. Warum hab ich 1005? Ich wollte heute gefragt, like, egal. Something that's taking up too much storage space in this player's house is blank. Was denkt ihr, wo was zu viel Platz in meiner Wohnung wegnimmt? Oh Josh, du bist so durchschaubar. Bitte, ich weiß genau, was du antworten wirst. Ich hab... Ich muss die Frage leider wahrheitsgemäß geantworten. Es tut mir leid, Siggi. Verdammt! Aber was ist das für dich wahrheitsgemäß? And find the truth. Let's see how things shook out. Ja, Mann. Oh, Mann. Was für ein Klavier? Was? Ich ja, hab bei mir ein fettes Klavier stehen, mit dem ich nichts mache. Ich hab hier ein fettes Klavier stehen, mit dem ich nichts mache, was einfach schon Platz verschwendet. Wow. Ich wusste nicht, dass du so musikalisch veranlagt bist. Ich glaube, davon habe ich sogar mal erzählt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ja, ich kann mich erinnern, deswegen dachte ich mir so, war da nicht was und dann, ja. Alter, Tim, ach, warte, ich hab die nein, ich hab das falsch gelesen. Fuck, ich auch. Was dachte ich? Pick the truth. Wow, was für schöne Filme der aufgelistet. Und zwei Antworten sind eins zu eins dasselbe. Ja. Okay, what did everyone pick? Ja! Fuck. Also das Haken großer SpongeBob-Fan ist, das sollten wir mittlerweile wissen. Aber es ist bei meinem... Ja, ich hatte entweder, ich habe keine Ahnung von Film und gar keins genommen. Weil ich schaue gerne Filme und so, aber wirklich so viel zitieren aus einem Film und so kann ich. Ich dachte halt, da stand zitieren, also nimmt den SpongeBob-Film, das wird schon irgendwie stimmen. Oh. Jeder schreibt eine Lüge und eine Wahrheit. Okay. Das ist schwierig. Eine Lüge und eine Wahrheit über mich selber jetzt. Mhm. Ah, das ist schwer. Ich denke, ich habe einen guten Ansatz gefunden. One truth and one lie. Anything will do. And keep an eye on that timer. Sekunde. Eins. Ich hab noch was gefunden. Ja. Marino, so viel kann man da nicht reinschreiben. Ja, ich hab wieder gelöscht. Sieh ja, erstmal okay. Eine Lüge und eine Wahrheit auszudenken. Alright, which statement's true? Ja,
Ah. Oh, das ist jetzt schwer. Ich dachte, Josh wäre so ein Elgato-Typ. Wie oft soll ich noch sagen, dass meine Capture Card nicht von Elgato ist? Mehrmals. Ja. Ich bin dumm. Ich hab das schon mal vor einer Ewigkeit in einem Video von mir erwähnt. Ich hab ne Live Gamer Extreme irgendwas. Fuck, das klingt beides realistisch. Ich nehm das, was richtig geschrieben ist. Ja, nee, ich hatte aber keinen Platz mehr, deswegen. Egal. Ich musste meins auch umschreiben, damit ich Platz hab. Oh. Kenner, die kennen sich. Ja. Yeah. Oh. Ja, ich kenne dich auch nicht. Kein von euch wirklich. Ja, deswegen ist es ja cool. Keine Ahnung. A statement about Hug is true. Hack! Ich verstehe die Lüge nicht ganz, also, es war so seltsam formuliert, ich dachte, es wäre wahr. Ja, du hast es ja faustdick hinter den Ohren. Ich habe so viel Bullshit als Team gemacht, dass Marie, ich könnte davon tausende Geschichten erzählen. Ja. Ich habe einen Lehrer geschlagen in meiner Fantasie. Ja, ich habe Likes bekommen, was bringen mir die Likes? Du kannst davon Keks kaufen. Geil, Mann. Wo sind die Keks? Okay, neue Runde. Ja, das ist zu cool. Okay. Das ist so viel besser, als einfach nur irgendwas randommäßig über eine Lüge finden. Ja. The game that made our playtesters say, it's kind of close to fibbage. Maybe it should just be a new mode. Ja, das war lustig nochmal. Okay, four it is. Quattro, Fear, Tessera. But? Oh, and if anybody else wants to join, they can get in the audience at any time. No. Ein Audience. Nein. Players and they also get to guess the truth. Let's go. Okay. You know what to do. Answer your question honestly, lie about everyone else. You get 500 points for everyone you fool with your lies, 1000 for finding the truth. And ja, ist okay, laber nicht. Ich kann's nicht skippen. Halt meine Maul. Hast du mal einen Mark? I am. Answer your question now. Muss ich überlegen. Ich auch. Das ist easy. Fuck. Marino wird die Antwort sowas von kennen. Ja. Oh, bei mir ist... Oh, ich habe keine Ahnung. Ich wollte irgendwas Originelles, aber mir fällt nichts ein. Ich hoffe, dass Nein, passt. Hilfe, ich weiß nichts. Ich wusste auch nichts. Ich musste einfach schnell. Nein! Schade. Hey, bei mir stand nicht nur Tier, bei mir stand Tier, irgendwas, Kreatur. Das will ich noch mal kurz vorbeistellen. Tier, Wesen, Kreatur oder so stand bei mir. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh nein, mir fällt was Besseres ein. Jetzt, oh, ich kann nicht mehr zurück, ne? Leider nicht. Hey, I'm serious about that timer. Finish quick. So was wie Fairy oder so, würdest du sagen. Oh mein Gott. Unfähige Lehrer. Ich bin für Drachen. Klingt gut. Drachen sind toll. Ja. Ich meine, es war ziemlich offensichtlich. Es war sehr offensichtlich. Ja. Mir ist nichts Besseres auf die Stelle eingefallen und unfähige Lehrer würde ich definitiv lieber entfernen als irgendein Tier. Ich habe bei Bremsen erst Bremen gelesen und dachte mir, was... Bremen würde ich auch entfernen.
Oh, das ist ja easy. Heutige Fragen. Das ist ja easy. Wenn meins jetzt nicht stimmt, dann geh einfach. Da ist die Tür. Finish quick before you ruin it for everyone. Alright, find the truth. Kirby Switch. Ein neues Video auf Ann Explorer. Darauf warten alle aus. Oh, es gibt so viele coole Antworten, was? Nein, ich wollte nicht, ich hab mich verkleidet. Egal. Das klingt gut. Nein. Oh, vermalte dein. Oh, ich weiß was, ich hätte wählen sollen. I love this part. Oh, das ist so gut. Wieso habe ich das nicht selber geschrieben? Ich dachte, das wäre so passend, weil du auf Twitter super oft gepostet hast. Ja. Mit diesem Bus. Audience Lie. Oha. Oh, es ist halt, ich habe sie so gegen Achievement gewählt. Ja. Bestellungen. Bestellungen hätte ich wählen sollen. Aber das Ende des Spiels ist. Weil ich dachte mir so, Junge, hier nach Uritz und der Bergstraße, da brauche ich irgendwie 3 Tage länger, bis eine Bestellung bei mir ankommt. Das ist so. Deswegen, aus dem ähnlichen Grund habe ich auch den Bus genommen. Ja. Danke für den Like. Something this player absolutely will not eat is blank. All right, type in your lies. Oh. Marino, wenn du das jetzt nicht errätst, bin ich sehr enttäuscht von dir. Ich weiß. Okay, which one is the truth? Opel. And what did people pick? Die gelben Tomaten. Hacken liebt ihre gelben Tomaten. Oh mein Gott. Ja, darüber haben wir geredet. Ich war nicht mal dabei, aber ja. Cool. Passionsfrüchte, Alter. Oh Gott. So ein Scheiß. Ich wollte einfach nur als Joke wieder die Physalis reinbringen. Aber Honigmelon fandest du auch absolut scheiße. Ja. Honigmelon hast du auch gesagt, fandest du eklig. Daran erinnere ich mich. Das haben wir gestern besprochen. Eine Filmfrage mit was. Irgendwie als kleines Kind, auf welcher Film hat mir meistens Angst gemacht? Irgendwie gar nichts. Worüber könnte man denn schreiben? Fuck! We're at the halfway point on that timer. Make sure you submit one truth and one lie before it's up. Shit. Dein Auge guckt mich so komisch an. Ich glubsch dich an. Shit! Okay. Wow. Mir ist doch was mir eingefallen. Mir ist sowas eingefallen. Das ist so schlecht. Warte, was hier... Okay,
Ich besitze wirklich keinen funktionierenden Anschlag. Ich hab die alle kaputt bekommen. Ich hab auch nur noch eins. Ich hab mir den für Metroid Prime ausgeliehen. Marinus heißt, ich habe meinen Gamecube nur zweimal gestartet, aber okay. Halt die Schnauze! Endlich! Endlich esse ich keine Pilze! Bist du so ein Komischer, der Pilze mag? Ich weiß es nicht. Mir egal, ob das mit dem Gamecube stimmt. Nein! Wow. Scheiß Wichser! Alleine, weil du den Artikel verkackt Alter, hast, will ich's nicht. Wichser! Warte mal, wir sind im Stream, sorry. Wir sind im Stream, sorry. Ja, ich bin für den Twitch. Ja. Ah, das ist schwer. Warte, ist es darauf bezogen, dass du beide Editionen besitzt oder nur eine von beiden? Beide. Darüber hatten wir mal geredet, aber ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja, okay, gut. Ja, meins war scheiße, mir ist wirklich nichts eingefallen. Ich wollte eigentlich 5 schreiben, aber 4 passt auch. Da hast du doch gerade bestätigt, dass das eine Lüge ist. Nein, nicht wirklich, aber... Wenn du sagst, du hast... Ich konnte nämlich schreiben, dass ich immer scheiße... Doch, hätte ich eigentlich schon schreiben. Ja. Du hast mir nie gesagt, dass du in einer Beziehung bist. Du bist in einer Beziehung mit meinem linken Nasenloch. Genau. Hey, guck mal da. Ziggy-Step. Ziggy-Stab. Und gleich so, oh, ich wurde gerade angeschrieben, ich befinde mich nicht mehr in einer Beziehung. Oh, Leute, ich glaube, ich muss heute weg. Depri schieben. Okay, was noch in dem Party-Pack? Können wir schauen. Genug gelogen. Das ist 64 Cartridge. Das ist Seeking My Monster. Was survived die Internet? Das klingt lustig. Ein Dating. Was? Survived die Internet? Also versuche die Sprecher der Freude auf den Kontext zu reißen. Alter, aus dem Kontext reißen, das klingt lustig. Warte, was muss man da machen? Aus dem Kontext reißen, Sprüche. Oh lol. Stand da. Schlagfertige Sprüche. Mein Name ist auf sehr vielen Layern. Hi. Oh, ich wurde auf Discord angeschrieben. Tut mir leid, Stream-Zuschauer. Ich werde angedingst. Warte. Warte, fuck. Mandarino fehlt. Ah, Grant schreibt mich an. Ich fucking bin Grand. Wieso kann ich starten, hä? Hä, wieso kann ich nicht beitreten? Weil du den Code richtig ein. Ich starte die Seite neu. J-Z-F-E. J-F-Z-E. Oh, Junge, ich bin dumm. Junge, Mann. Soll ich Grand zwingen mitzumachen? Weil er mich gerade anschreibt. So, sorry. Du bist immer noch nicht drin. Ja, Sekunde. Eins. Tick-Tack. Drei. Alle bereit. Windows Josh. XP. Ja, Josh, sorry. Es sind alle bereit. 3, 2, 1. lol. Nicht euch, Leute? Waren wir nicht alle in dieser Instagram-Spam-Bot-Gruppe? Denkt dran, dass ihr dem Publikum jederzeit beitreten könnt. Ey Leute, ihr könnt mir vertrauen. Ich bin ein Fremder aus dem Internet. Was ist mit dem denn los? Macht mir Angst. Oh mein Gott. Hallöchen. Hallöchen. Willkommen im Interwebs. Ja, ich nenne das Internet. So rede ich nur. Weil ich eine süße und liebenswerte Persönlichkeit bin, ja. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Hier ist ein kurzes, aber überspringbares Tutorial. Moin Leute, was geht ab? Mein Name ist Destiny Cast und ich erkläre euch heute, wie man Survival... Hilfe! Destiny Cast! ...bekommt ihr einen Prompt auf euer Gerät. Müsst ihr einfach nur beantworten. Diese Antwort bekommt dann einer der anderen Spieler. Das Ziel ist es, diese Aussage... Ich bin halt auch wieder chill mit Höhe.
Wenn mein Freund Paul also sagt, Selfie-Sticks sind mega dumm, würde ich diese Aussage aus dem Kontext reißen. Nehmen wir mal an, wir sind auf einer Nachrichtenseite. Mega dumm wäre ein ungünstiger Kommentar. Ehrenmann. Überschrift? Oh, ich weiß was. Danach stimmen alle anderen ab, welcher Kommentar am absurdesten aussieht. Ich werde belohnt, weil ich die Wörter vertauscht habe und Paul bekommt auch ein paar Punkte als Entschädigung. Warum Paul? Komm schon. Hast du Paul? Also Antworten aus dem Kontext reißt, das klingt lustig. Grant, du kannst auch mitmachen, wenn du willst. Geh in die Audience, wo du hingehörst. Videos, die sind lustig. Zu viel Nacktheit. Es gibt... Okay, also, ihr bekommt ein Prompt auf euer Gerät. Macht euch bei der Antwort nicht zu viel. Der Kommentar eines anderen Spielers wurde gerade an eure Geräte gesendet. Verdreht die Worte auf die lustigste Art und Weise, die euch einfällt. Was? oh Gott. Ist das Spiel richtig überhaupt? Du musst... Da steht doch, was du machen sollst. Ja, aber... Ich bin dumm. Das weiß ich. Survive the Internet. Hack, was hast du wieder für einen Ventilator vors Mikro gestellt? Ist es besser? Es liegt nicht an mir, sondern an dir. Was? Wirklich. Mann, hau ab, du Idiot. Warum? Jetzt war es der beste Kommentar. Der absurdeste. Junge, schaut sich den Scheiß. Den Kommentar, der in ihren Augen in dem Zusammenhang am schlimmsten aussieht. Wer sieht am schlimmsten aus? Ich wählen würde, aber ich kann mich nicht vorstellen. Warte, also man soll einfach nur einen Titel zu dem Kommentar. Da stand bei mir, zu welchem Video würde der Kommentar am peinlichsten sein? Achso. Ah. Das stand im Browserfenster, also habe ich was. Also habe ich geschrieben. Echt nicht schreiben, oder? Mann, hau ab, du Idioten! Das macht es doch viel lustiger, weil es ein YouTube-Kommentar ist. Diese Person hat deine Wörter verdreht. Ja, Sigi und ich können gut Dinge aus dem Kontext reißen. Ja. Du als dein Opfer bekommst ein paar Punkte als Entschädigung. Okay, das ist cool. Das ist ein gutes Spiel. Ich muss da erstmal reinkommen in dieses Spiel. Wie cool ich euch finde, von oben nach unten. Marien und Hack findet er nicht cool. Mhm. F. Ich finde euch dafür cool. Mit euch meine ich mich und Sigi. Hey, was geht? Social Media. Oh, Twitter. Jetzt geht's um Tweets. Euer zweiter Prompt wird an eure Geräte gesendet. Bitte antwortet drauf. Ich versuche gute Vorlagen zu geben. Ey, ich habe keine Ahnung, es ist so... Beantworte einfach das, was da steht. Als Tweet. Wie wenn es auf Twitter schreiben stehen würde. Oder so, keine Ahnung. Es geht ja um Social Media. Und auf Facebook. Ja. Aber wer kennt noch Facebook?
Liken, wer es kennt. Okay, hiermit arbeiten wir jetzt. Gib dein Schlechtestes. Oh Gott! Hack, mach den Ventilator aus. Mann, ich kann doch nicht. Ich hab keinen Ventilator. Mein Mikrofon ist scheiße, Mann. Oh Gott, was mache ich dazu? Oh. 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 Willkommen zurück. Ist besser? Ja. Ja. Okay. Ich muss doch eine Antwort finden. Was ist ein Meme? Ein Meme mit Doppel-E. Okay, ich hab was geschrieben. Ob ihr bereit seid oder nicht, wir legen los. Absolut langweilig, nur noch 15 Scheiß. Hashtag 10 Tipps und Tricks, um deine Mama zu... Das schreibt man alles aneinander, also bitte. Nicht mal Hashtags, versteht ihr? Fährt Abstand, du Stinker. Ist der kalte Schnauze der erste Mal? Da stand was, zu was für einem Hashtag das passt. Was ist das für ein Hashtag? Hashtag, was? Der stand im Browser. Ja. Mann, ich bin einfach dumm. Du musst halt lesen, was da steht. Ja. Einfach los. Shit, du. Isaac. Oh Mann, ich muss da. Oh, die zweite Runde wird besser. Ja. Aber egal, es sind trotzdem gute Antworten dabei. Und das hier denken die Leute. der Isaac-Joke hat mich gekillt. Mhm. Den Joke hatte mein Flashware mal gemacht, deswegen habe ich das geschrieben. Bester Burn, Ultimate Sacrifice, RIP Marokko. Mhm. Worauf war das? Egal. Ich will den Kontext nicht wissen. Out of Context macht das sonst kaputt. Au. Schlagfertige Sprüche. Oh, ich habe eine tolle Idee. Machen wir mal weiter mit. Oh Gott, Foren. Okay, Marino, jetzt lest ganz genau, was da steht. In deinem Browserfenster. Ja. Ein weiterer Punkt ist auf euren Geräten. Legt bitte los. Das ist so eine gute Frage. Darauf kann ich alles antworten. Mach noch lauter mit deiner Tastatur. Das ist schrecklich. Ihr könnt Rausunterdrückung anmachen auf Discord. Ich bekomme bald eine Switch mit braunen Tasten. Das heißt, mein Keyboard Wild. Ist nur so laut. Kommt schon, Leute. Verdreht die Worte. Das wäre eine peinliche Antwort auf diese Frage. Achso, wäre eine peinliche Antwort auf diese Frage. Ich kann nicht lesen. Ich bin Marino. Oh nein. Ich weiß nicht, ob ich stolz auf meine Antwort sein soll, aber ich glaube, ich bin sehr stolz drauf. Meine ist nicht so einfallsreich, aber keine Ahnung. Oh Gott, die Frage meiner ist so böse, was ich geschrieben habe. Ich finde dich geil. Ja, scheiße. Wow. Das ist eine Dometo-Referenz. Das
So. Geh dann heim zu Burger King, weil ich da noch Hunger habe, esse ich noch McDonald's Happy Meal. Gute Frage. Oh Gott. Wie kannst du nur? Wusch, der Bierfax erstmal richtig doofer scheiß Fuchs. Hey, es geht darum, den schlimmsten Out-of-Context-Tweet zu machen. Post. Alles klar, Zeit für die Wahlen. Und ich glaube, die Runde habe ich komplett falsch verstanden. Ja, ich glaube, ich habe das eine mit dem anderen verwechselt. Ich hab die Antwort und die Nachricht. Nein, es war schon richtig. Es geht darum, eine Antwort auf die Frage oben zu finden. Ah. Hä? Aber ich. Nein, es geht darum, eine Frage zu finden. Aber ich wurde doch gefragt, wie ich meine athletischen Fähigkeiten beschreiben würde. Wunderbar und alt. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Ich musste noch wählen. Ja, ich hatte die perfekte Vorlage für so eine Frage. Ja. Tja, Hack, jetzt wirst du leider gekannt. Oh nein. Best Burn. Okay, ich glaube, die Runde 2 wird wesentlich besser. Schauen wir doch mal auf die Rangliste, oder? Das Spiel zu kapieren muss erstmal passieren. Oh. Sie und ich sind beides Teufelinis. Ich bin halt schlecht in so einem Spiel. Station werden wir begrüßt von Fotosharing. In dieser Runde gibt es doppelte Punkte. Doppelte Punkte? Also alles noch offen. Die sind Fälle. Wahrscheinlich müssen wir was zu einem Foto posten. Oh nein. Wir müssen einfach nur eine Frage beantworten. Okay. Okay, wir sind am Ende des Spiels. Jetzt wird es Zeit für einen Slam-Dunk. Was? Ja, was? Was? Hä? Oh, jetzt check ich's. Oh mein Gott. Alter Siggi, deine Tastatur, ne? Wieso meine? Das ist meine, sorry. Das ist deine? Dann hör mal auf. Das tut dir meinem Ohr weh. Sorry. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich da mache. Ich finde das schwierig. Okay. Das ist... Warnung, der Computer wird automatisch neu gestartet, wenn er Bock drauf hat. Das ist keine Sicherheitswarnung, das ist einfach bei jedem PC so. Mir fehlt noch Maroni. Oh Junge, ich kann meine Vorfreude kaum zurückhalten. Oh Junge. Hase. Ich bin gerade in meinem Norden. Ich hoffe, ich bin da oben gedeckt. Wie geil! Süß. Das ist süß, aber nicht roasting. Ja. Marino, ich bin die Nummer 1. Nicht. Hier nicht. Sehr skandalös, Marino. Wie kannst du sowas jemals posten? Echt so. Gebt eure Stimmzettel ab. Oh, für den Spieler, der im Lächerlichsten. Ich kann mich entscheiden, ne? Okay, ich guck nicht hin und dann lass, was richtig ist. Schauen wir mal, wie ihr abgestimmt habt. Oh ja. Ich komme mich zwischen meins und Sigis da. Natürlich hat Josh das geschrieben. Hey, es muss so skandalös wie möglich werden. Ich find's lustig, dass man auch das Bild selbst bestimmt, was da hinkommt. Mann, darauf kommt es jetzt an. Wie, man konnte sich das aussuchen? Am Anfang wurde doch eine Frage gestellt, ich habe Hase ausgewählt und am Ende stand mein Ding neben dem Hasenbild. Ich konnte nur aussuchen, ob ich lieber einen Romantikabend haben will oder einen normalen
Hotel. Ja, und neben dem Kommentar von dir war dann das Romantik-Ding. Das Bild, was zum romantischen Abend passt. Wir machen nochmal eine Runde. Ja. Also du kannst dir aussuchen, welches Bild neben deinem Namen ist, aber nicht, was da dran steht. Muss ich nochmal gucken. Social Network. Okay, jetzt geht Twitter zuerst. Ah, okay. Ihr bekommt jetzt ein Prompt auf euer Gerät. Da gibt es auch keine falschen Antworten. Antwortet einfach ehrlich, ja? Okay. Erstmal auf... Es geht um den Twitter-Post. Ich habe eine gute Vorlage für euch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich eine gute Vorlage gemacht habe, da habe ich einfach nur die Wahrheit geschrieben. Bap, bap. Ha, kannst du vielleicht Rauschunterdrückung anmachen oder hast du schon? Müsste ich eigentlich anhaben, aber mein Mikrofon ist in letzter Zeit ein bisschen kaputt. Wild. Ich mach doch hier alles kaputt. Wissen wir. Sigi fehlt noch. Ist jetzt das vielleicht mehr. Besser so? Jetzt nicht mehr. Ja, ist nur ganz kurz da. Ihr bekommt die Antwort eines anderen Spielers auf euer Gerät. Reißt diese Wörter auf die lächerlichste Art und Weise aus dem Zusammenhang. Okay, ihr müsst jetzt schreiben, auf was das oben eine peinliche Antwort wäre. Und nicht jetzt eine peinliche Antwort schreiben, so. Nein, das ist schon die peinliche Antwort, die da oben steht. Genau. Ich weiß aber... Hä? Du musst einen Kommentar finden, auf den... Also du musst vielleicht einen Kommentar schreiben, zu dem das andere eine Antwort wäre. Das ist kompliziert formuliert. Es ist kompliziert. Ich hoffe, ich hab's verstanden. Ich bin zu dumm, um solche Fehler zu schreiben. Also du schreibst quasi den Kommentar, worauf das andere eine Antwort ist. Ich bin gerade, ich finde gerade nicht einen passenden Dings, weil das so seltsam geschrieben wurde. Oh Mann. Fuck. 8. 7. Nein, oh, aber es ist komplett. 5, es ist Twitter, es muss keinen 2, Sinn ergeben. 2, 1, tot. Ach man. Er hat noch abgeschickt. Wird schon schief gehen. NNN habe ich fast vorbei. Die einzige richtige. Hier? Verstehe ich nicht. Es war anonym. Armin und ich sind beste Freunde. Ich bin nicht da schon. Chris Pratt ist transfeindlich, by the way. Er ist einer der geilsten Schauspieler auf der Welt. Oh. So geil! Große Worte von einem Käsefacharbeiter TBH. Ich bin Schweiz. Das wäre so eine gute Vorlage für einen Roast gewesen. Ja. Warum? Aha. Tut weh. Ich hätte gerne das Schweizer Ding bekommen. Ja, okay, hier sind die Ergebnisse. Ich kann mein eigenes leider nicht wählen. 100%? Ah, hey. Irgendwer ist in der Audience. Ehrenmann, ein Audience-Typ. Chris Pratt hat wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, ob Chris Pratt transfeindliche Aussagen gemacht hat, aber ich weiß, dass es umstritten ist, ob er das Ganze zu Homosexualität steht. Deswegen ist meins sogar voll true. Bald haben wir den echten Racist Mario. Best Burn. Wen sollte ich am meisten stolz sein? Na, finden wir es raus. Hack einfach einen Banger rausgehauen. Danke, Mr. Crazy, für den geilen Follow. Am besten machen wir weiter mit Check-in-Seite. Und Host. Danke. Cool. Oh, okay, was ist jetzt das? Ihr bekommt einen weiteren Prompt. Seid ruhig offen. Das hier ist unser Safe Space. Hm.
frag mich, was ihr daraus machen werdet. Wenn ich nur meine ehrliche Meinung abgebe. Dieses Mikrofonrauschen wird unterstützt von Genshin Impact. Ich kann mich mit meiner Frage nicht identifizieren. Ich kann mich mit dem Wort identifizieren nicht identifizieren. Identifizierenden. Wie ein Zahnarzt. Wegen Dent. Das ist der Joke. Maroni braucht wieder die ganze Zeit auf. Ja. Wir streamen schon seit anderthalb Stunden? Ja. Was? Ich bin schon voll fertig und kaputt. Wir haben doch erst zwei Sachen gemacht. Tag, Mann. Ich hoffe, das inspiriert euch. Reißt die Antwort aus dem Okay, lest ganz genau, was da steht. Hä? Es gibt ja gar keinen Sinn, was ich schreiben muss für das, was da steht. Ja, das macht es umso kreativer, was du machen kannst. Ich fühle mich Ich hab was komplett Dummes geschrieben. Keine Ahnung. Okay, ich hab was Gutes. Ich schätze mal an, wir haben alle dasselbe bekommen. Was da steht. Aber sicher bin ich mir nicht. Es geht um Reviews. Fledermäuse existieren. Echt? Gruselig. Ich habe, kein gutes Gefühl dabei. Kommt aus Produkt. Manche sind gut, manche nicht. Games unter 10 Euro. Okay, Reviews. Ohne Capri-Sonne, ohne mich. Regen. Oh mein Gott, wie gut. So unnütz kann ich aus dem Part. Ich hab fast gekotzt. Scientology. Es ist irgendwie schwach, ich wünschte, er wäre stärker. Jumbo-Schäftig. Sind gute Reviews. Für den Spieler, der am lächerlichsten aussieht. Das bin normalerweise ich. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich mag selbst das. Nicht wirklich, aber ich kann so tun, als ob. Und hier kommen die Ergebnisse. Ja, Mann! Ich dachte so, ohne Capri-Sonne, ohne mich, und dann stand da Standort dran. Und ich dachte so, ohne Sonne, Regen, weil klingt doch nicht. Aber Scientology-Jacke kann ich nicht das Wasser reichen. Das ist ein Review. Best Burn. Okay, schauen wir uns mal den Einfluss der letzten Runde an. Packy Influencer. Your UOC. Mann, der also out of conduct joke auf meinem Arm zu machen, war echt lustig. Nicht wirklich. News? Oh Gott, die Bild-Zeitung. Oh je. Wir müssen in die Bild-Zeitung sein. Oh Gott. Ein weiterer Prompt ist auf euren Geräten. Legt bitte los. Okay. Okay, Zeit für eure kreativen Ergüsse. Hm.
Oh Gott. Hi, I'm Mark, the helpful bookmark. Wanna see who your ex-girlfriends are dating? Das Spiel ist gut. Comedy. WXP losen. Ich verstehe jetzt, dass Windows XP bedeuten soll. Ich hasse die Sprache. Franzosen! Es ging in der Frage um Franzosen. Marine und sein schnelles Reagieren. Ein absolutes Wirrwarr ist das mit dem Typen. Der Jumbo riecht leckerer als das hier. Das zweitgrößte Schnitzel der Welt schmeckt besser. Ja. Absolut belanglos. Die Abgeordnete verbrennt Flüchtlingszeichen. Alter. Erfüllt eure Pflicht als Bürger und geht. Erfüllt eure Pflicht als Bürger und geht wählen. Twitter an der Wahlwoche, be like. Und das hier denken die Leute. Ich dachte, der Flüchtlingshype war gut. Als absolut belanglos, dass jemand drunter schreibt. Aber ich egal. Musst du das mit dem Marino schnelles Reagieren auswählen? Ich habe das mit dem Franzosen gewählt, weil ich es einfach super hilarious fand, dass meine Frage, die ich bekommen habe, auch über Franzosen ging. Ich sollte meine Meinung zu Franzosen äußern. Oh, ich bin letzter, verdammt. Oh. Wir haben nur noch Zeit für eine Seite, also. Kommen jetzt wieder Bilder oder? Noch was, wieder was anderes? Ne, Fotos wieder. Gib diese Runde noch einmal alles, weil die Punkte jetzt doppelt so viel wert sind. Ich hoffe, ich will den Delfin haben, der ist cute. Ich kann mir jetzt nur noch ein Dings aussuchen. Ja, du musst es auch nur aussuchen. Das ist dann das Bild, was später dahin kommt bei dem Kommentar, den du abgibst. Also von deiner Person in Anführungszeichen. Wähle einfach das was aus, das dir besser gefällt. Es ist eh egal. Das mag ich. Bekommst du ein Bild, was jemand anderes ausgewählt hat, und da musst du jetzt eine Unterschrift posten. Beziehungsweise die Bildunterschrift, die dir dazu posten will, was skandalös wäre. Nein! Ich hab die Chance meines Lebens verpasst. Ich bin schlecht in dem Spiel irgendwie. Ich hätte noch was anderes da hinschreiben können. Oh nein. Das wäre so gut gewesen. Ich sag später, was ich da hätte hinschreiben sollen, bevor ich Enter gedrückt habe. Ah, es ist belastend. Ich ärgere mich. Okay. Ja, meinst du nicht so gut? Yo, was eine geile Karre. Mein neues Auto, es ist leider, ich kann mir jemand helfen. Nachbarn, scheiß Krieg. Was? Ich mag das, was er in der nächsten Zeile ist. OMG, das Wasser schmeckt nach. Oh, wir hätten das so machen müssen, dass jeder seinen Kommentar selbst vorlesen muss. Oh, das wäre gut gewesen. Falls wir es nochmal spielen, ich nehm das.
Okay, hier sind die Ergebnisse. Ein Draw. Was? Das Filmding hat noch 2 Likes bekommen? Da habe ich gedacht, eigentlich wäre schlechter. Mir ist danach noch gekommen. Nicht entscheiden. Mir ist danach noch die Idee gekommen, dass Marino sagen könnte: Yo, wir haben uns eine Kinoleinwand für Porn gemietet. Ey, von Platz 1 zu 3. Naja, Platz 9 gibt's nicht, also 3, ja. 3 plus 3 plus 3 ist 9, 3 mal 3 ist auch 9. 3 mal 3 ist 9. Ab in die Hölle mit mir. Verdiene ich. Gut, gut, gut. Hi, er mag gut gebutet. Ich bin jetzt aber echt sehr müde und kaputt. Wollen wir noch ein Spiel können wir noch machen, eine Runde? Dann haben wir 20 Uhr ungefähr. Oh, machst du noch eins mit? Das ist anstrengend. Ja, aber. Das Gleiche oder machen wir was anderes? Okay. Yep. Man kann sich die Kommentare alle nochmal durchlesen, wenn man da drauf drückt auf der Website. Interessant. Was haben wir noch? Das Dating-Game? Wollen wir noch daten oder Cartridge machen? Ich liebe daten. Break-Tearing. Was wäre das? Das gestörte Debattenturnier. Welches Gemüse könnte Til Schweiger am besten Film ersetzen? Wettet mich bedacht. Nee, ich hasse Auktion. Da können wir Dosen besprühen. Machen wir einfach das. Ja, klingt gut. Ich liebe Monster. Das macht mir jetzt schon Angst. Ich kann es nicht lesen, es ist zu weit weg. Mgui. Ich bin Tiny Yosh, ich kann meinen Avatar wählen. Mr. Crazy. Nein, ich wollte dich haben. Sege, kannst du nochmal zurückgehen? Warum? Weil wir Mr. Crazy in der Lobby haben. Ich mach kurz den Stream auf, Dings, dann kannst du einen neuen Raum machen. Achso. Weil... Mann! Funny. Aua! Nein, je. Warte, wo hab ich das? Da. Okay, kannst du auf Go machen. Ist hier da drin? Ja, alle 4. Okay. Nein, warte, ich muss noch Dings auswählen, mein Avatar. Wieso bin ich jetzt eine VIP? Weil du die Erste bist, die reingegangen ist. Du kannst das Spiel auf Start machen. Ich bin der Typ. Ich bin Herr Schnauzer. Mach auf Go. Hack, du musst auf Everybody's In drücken oder so, was da steht. Okay. Was geht denn hier jetzt vor? Willkommen bei Monster sucht Monster. Daraus sollte man echt eine Fernsehserie machen. Ich bin euer Gastgeber, Steffo, der Allsehende. Ich mag Steffo, den Allsehenden. Sechs Nächte lang mag Haber ich mag seine Mikrofonqualität. Ihr versucht, andere Spieler davon zu überzeugen, mit euch auszugehen. Indem könnte ihr Yoshi sein, so vor 2-3 Jahren. Chattet ihr mit anderen Spielern, bevor ihr die Person auswählt, mit der ihr an diesem Abend ausgehen möchtet. Oh. Wenn diese Person dich auch daten will, gehst du zu einem Date und beide verlieren sich ein Herz. Am Ende des Spiels gewinnt das Monster mit den meisten Herzen. Es sei denn, es passiert etwas Seltsames. Habe ich erwähnt, dass ihr alle insgeheim Monster seid? Wir sind Monster! Ich habe neue Geräte, um zu sehen, welche geheime Kräfte ihr besitzt und wie ihr Bonusherzen kann ich ein Kürbis sein? Wenn ihr sie gut einsetzt. Lasst uns die Chance auf Liebe in einem Kürbis voller potenziell furchteinflößender Monster ergreifen. Okay. Wir haben alle Special-Fähigkeiten. Das ist der Komplex. Nacht 1. Nacht 1. Beginnen wir damit, mit anderen Spielern zu chatten und zu versuchen, Dates zu vereinbaren. Du kannst Tag nur 4 Nachrichten pro Nacht senden. Verwende sie also weise. Okay, Was? Check's nicht. Du kannst jetzt den Leuten Nachrichten schicken. Du merkst, dass der Codename Rape ist, Monkers. Oh, ein kleines Detail. Eure geheimen Botschaften sind vielleicht nicht für immer geheim. Denkt also daran. Oh nein! Wieso kann ich hier nicht mehr schreiben? Du kannst nur 4 Nachrichten senden.
Okay, ich habe alle Nachrichten. Wie lange braucht ihr für 4 Nachrichten? Ja, ich muss ja gucken, was die antworten und dann zurückschreiben. Ich gönn mir jetzt erstmal ein dummes Bonbon. Nom. Ich verstehe diese Spiele nicht. Ich muss echt einmal Spritig spielen und dann. Also ein Dating-Show. Marina muss doch Nachrichten schreiben. Ich hab. Oh, Scheiße. Hast auch eine super. Du hast auch eine Power. Oh. Ich sehe schon. Da steht, was du bist und irgendwas. Du bist, was du isst, was? Wenn du auf das Ausrufe reichen oben in der I gehst, steht da, was du bist und was für speziell. Oh, wow. Das ist ja Mann. Okay, jetzt musst du wählen, mit wem du daten willst. Ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich. Okay, mal sehen, wer wen ausgetrickst hat. Ich meine, wer wen ausgewählt hat. Und wenn du kein Date bekommst, mach dir keine Sorgen. Das hier ist nur die erste Nacht. Oh. Welcher Schein. Oh nein, das ist doch besser. Ich nur einer Nachricht zu belästigen. Hilfe, sie hat eine Waffe und dann matchen sie. Sieht so aus, als wollte noch jemand. Ich wurde abgeblitzt. Und hat versagt. Tja, Marino. Oh. Wow, was eine aufregende erste Nacht. Es wäre wirklich seltsam, ein Scoreboard bei einem Dating-Event zu haben. Aber wir haben ein Scoreboard bei diesem Dating-Event. Wild. Schneidest am besten ab. Und du tust es weniger. Kurze Warnung. Wer am Ende der zweiten Nacht an der Spitze steht, wird seine Monsterkräfte offenbaren. Jede Nacht danach wird das gleiche für das ranghöchste, nicht offenbarte Monster geschehen. Ja, die Monsterkräfte könnt ihr auf dem I überprüfen. Weitermachen. Nur 4 Spieler zu haben, wird schnell langweilig. Na gut, ich füge einen 5. Spieler hinzu. Oh, wie süß. So funktioniert der Roboter. Der Roboter verliert am Ende der Nacht ein Herz. Aber es gibt auch ein Bonusherz für jeden Spieler, der eine Nachricht sendet und versucht, ihn zu daten. Wenn der Roboter am Ende des Spiels an letzter Stelle steht, versteht er menschliche Emotionen nicht und zerstört die Menschheit. Oh, und sagt nicht, ich hätte euch nicht vor dem Roboter auf dem letzten Platz gewarnt. Denn genau das tue ich jetzt gerade. Ihr könnt das noch einmal lesen, wann immer ihr wollt, indem ihr den Infoknopf auf dem Chatbildschirm drückt. Dasselbe gilt für jedes Monster nach seiner Enthüllung. Okay. Aha. Bin zu dumm für so. Das geile Wort ist Buh. Schau, heute Nacht ist Vollmond. Das könnte einen Teil eurer Mächte beeinträchtigen. Okay. Check's immer noch nicht, das Spiel. Ich auch nicht. Jetzt, da wir wissen, wie das Ganze hier funktioniert, lasst uns einfach damit beginnen, Nachrichten zu senden. Hey, falls ihr einen anderen Spieler blockieren möchtet, wenn ihr die Infoschaltfläche auf seinem Chatbildschirm drückt, gibt es dort eine Blockierschaltfläche und dann seht ihr die Nachricht nicht mehr. Erstmal jemanden blockieren, geil! Sekunden Warnung. Ich mag die Disco, Kugel. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Okay, es ist wieder Zeit, die Dates auszuwählen. Also, haben wir in der ersten Nacht eine nützliche Lektion fürs Leben gelernt? Wir finden es heraus. Zeit für ein Date.
Niemand will den Roboter. Dann wird er wohl die Menschheit zerstören am Ende. Oh, das ist. Bielefeld gibt es gar nicht. Das ist jetzt kritisch. Oh nein! Hey. Schäckchen. Ja, fuck. Wartet! Oh nein. Sieht aus, als hätte jemand die gleiche Idee gehabt. Warten wir ab, was passiert. Verdammt. Wir haben geflirtet. Tja. Oh, wenn du wüsstest, was Marino mir alles erzählt hat. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Okay, etwas Bewegung. Nicht vergessen, am Ende jeder Nacht wird von nun an die Identität eines höchstrangigen, geheimen Monsters aufgedeckt. Du bist an der Spitze. Lass uns einen Blick auf deine Monster-Identität werfen. Okay, was für ein Monster ist, Hack? Eine Hausfrau? Die Mutter erhält jede Nacht ein Herz, wenn ihr Kind kein Date bekommt. Viel Glück, Mutti! Oh. Wer ist ihr Kind? Hack. Oh, Vollmond heute Nacht. Zeit fürs Schreiben. Ein schneller Ratschlag. Manchmal, wenn euer Gespräch wirklich sehr lustig ist, wird eine Person mit euch ausgehen wollen, nur um es auf dem Bildschirm zu sehen. Es ist ein Versuch wert. Dancen. Nur noch 20 Sekunden. Und schon wieder. Es ist Zeit, sich ein Date auszusuchen. Ich habe mich nicht mehr so nervös gefühlt, seitdem ich Cleveland gegessen habe. Nachdem du was gegessen hast? Ich weiß nicht, was der Typ da redet. Werfen wir einen Blick auf die Date. Das weiß niemand. Beep. Ich habe ihn genauso angeschrieben. Also jemand steht Schlange in der Hoffnung, der Nächste zu sein. Lasst uns schauen, wie das funktioniert. Ha! Match. Das sind keine guten Nachrichten für dich. Tut mir leid. Mein Robobot. Spieler eingeladen. Oh. Ich habe bereits, wie das ausgehen wird. Ich habe mit ihm so schön geschrieben. Tja, nicht da, schön genug. Das Spiel ist nichts für den Stream. Oh, Hack ist deine Mutter. Echt? Noch nicht, es gibt noch mehr. Fuck, ich bin Hacks. Oh Gott. Mama? Ja? Kann ich mir ein Baguette machen? Warum wollte ich jetzt jeder zum Robot? Marino hat eingesehen, dass er bei mir verkackt hat. Ja. Glaube ich. Schauen wir mal, ob sich dadurch die Platzierungen geändert haben. Da war definitiv etwas Bewegung drin. Jetzt wird Ziggy enthüllt. Der höchste unentdeckte Spieler. Also oh nein. Zeig es uns. Was für ein Monster ist er nur? Er ist eine Hexe. Die Hexe nimmt von jedem neuen Spieler, mit dem sie sich verabredet, ein Haar. Wenn sie aufgedeckt wird, was genau jetzt ist, erhält die Hexe von jedem Haar, das sie gesammelt hat, ein Bonus. Und keine Sorge, die Hexe wird keine Haare mehr sammeln, jetzt wo sie offenbart ist. Und wenn doch, dann nur für den persönlichen Gebrauch. Ah, okay, interessant. Das ist beruhigend. Sammelt zwei Haare. Das heißt, du bekommst 2 Punkte.
jetzt. Alter, deine Tastatur, ich sag es dir, ich nehm die Tastatur. Einfach Maschine. Schmeiß es gegen deinen Kopf, ey. Okay, aber ich glaube, das Spiel ist nicht wirklich 100% geeignet für Streams, weil wir reden kaum. Echt so, das ist echt nicht so. Naja, egal. Ja, aber es ist sehr laut. Oh, sorry, die Zeit ist um. Okay, es ist wieder Zeit, die Dates auszuwählen. An dieser Stelle rennt mir wirklich der Glibber durch die Venen. Zeit, um die Dates zu sehen. Roboter. Er hat mich letztes Mal abblitzen lassen, ich kann ihn nicht. Wo ist es dort, mein Kind? Und dann fragst du mich nach dem Date, nach so einem Gespräch. Hätten einige andere Leute die gleiche Idee gehabt. Mal sehen. Alles andere wäre auch gruselig gewesen. Okay. Keine Antwort, kein Date. Hey. Hi. Auf dich kann man sich doch verlassen. Marina, du musst deinen Text aussprechen. Tut mir leid, ja. Aber er hat mir das schmackhafte Riesenschlüssel angegeben und mit dir konnte ich nicht mehr schreiben, weil ich schon längst mit Marino fertig war. Der Marino und Josh-Ship, der ist real. Der ist so real wie die Supermarktkette, real. Machtwechsel. Oh, wie ich sehe, sitzt der Roboter auf dem letzten Platz. Das könnte zum Problem werden, wenn es sich nicht ändert. Zeit, deine Monsterkräfte zu offenbaren. Wer bin ich denn? Ich bin der Serienmörder. Hi. Oh yeah. Der Serienmörder klaut einem Spieler beim zweiten Date 2 Herzen. Aus meiner Erfahrung, es ist sicher, einen Serienmörder mindestens einmal zu daten. Ja, Marino, das war mein Plan. Ich bin Serienmörder. Deswegen brauche ich den zweiten. Aber wie lange geht das überhaupt? 6 Nächte. Nächte. Zeit fürs Schreiben. Oh, ich hab noch eine. 20 Sekunden. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Wild. Und schon wieder, es ist Zeit, sich ein Date auszusuchen. Ah, da.
ein Date aussuchen. Die Spannung bringt ich hab meine Hoffnung noch nicht aufgegeben. Das glaube ich dir. Mann, Leute, was habt ihr gegen den Roboter? Die wollen alle, dass die Menschheit zerstört wird. Mhm. Huck fragt bei... Sorry. Ihr müsst das auch nachsprechen, kommt schon! So, es geht zu schnell. Okay. Ja. Oha. Hey, Darf ich an deiner Nase reiben? So zu, tut mir leid wegen gestern. Schon gut, jeder hat mal einen schlechten Tag. Bro-Fist. Nasenfist. Scheißerle. Das nenne ich mal Dating. Mein Gott. Hier ist die letzte Runde. Hat der überhaupt noch ein Herz oder zerstört er jetzt die Menschheit? Schauen wir mal, ob sich dadurch die Platzierungen geändert haben. Gute Frage. Ihr solltet vielleicht aufhören zu zögern, den Roboter vom letzten Platz zu holen, denn das Ende ist nah. Wirklich, wirklich nah. Wiener? Zeit für eine weitere Enthüllung. Okay, wer bin ich? Ne, wer ist Marino? Oh nein, es ist Minecraft Steve. Traurige Leute lieben Puppen. Bauchrednerpuppe. Puppe bekommt ein Bonusherz, wenn sie ein Date mit jemandem hat, der letzte Nacht einen Korb bekommen hat. Hm. Oh. Einer. Das war ich. Es ist unsere Bloodharvest Festival. Macht was raus. Und man bekommt heute Abend 2 Herzen für die Dates statt eines, weil es so eine besondere Nacht ist. Okay. Diese Musik ist hoffentlich nicht copyrighted. Das war's mit dem Stream, Leute. Die Geber hat uns bekommen. Oh, sorry. Die Zeit ist um. Okay, es ist wieder Zeit, die Dates auszuwählen. Die Geber gibt's nicht mehr. Die habe ich betrogen. Heute auf diesen Moment. Es ist Zeit für ein Date. Ja, mein Ölwechsel interessiert. Bastian! Nein! Der Roboter wählt immer zufällig. Was für ein Nein! Die Menschheit wäre sonst zerstört worden. Nein, ich wollte mit ihm daten. Tja, Marino. Ich hab Pech gehabt. Das bedeutet einen Kopf für unser besonders einsames Herz dort drüben. Oh. Ich bin von 2 Spielern eingeladen. Ihr wisst, was das heißt. Bart und mein Date mit Tiny aus. Yo, Moody, Bock auf Inzest? Ja, hast du Bock oder nicht? Na doch, willst du auch Kekse? Inzest-Kekse? Lebt gern. Ich oh drauf. Mein Gott, das hat eine ganz schlimme Wendung genommen. Aber eine Based-Wendung. Sehen wir uns mal den vorzeitigen Endstand an. Nichts passiert. Anscheinend nicht. Fuck. Oh je. Ich habe es euch gesagt, dass der Roboter nicht auf dem letzten Platz sein darf. Was hätten wir sonst tun sollen? Der Roboter zerstört die Menschheit. Nice. Naja. Niemand gewinnt. Ja doch, der Roboter. Passiert. Oh, der Roboter hat jetzt gewonnen. Also. Klick hier vor der Gallery. Oh nein, man kann die ganzen Sachen tweeten. Oh nein. Hey, der Inz... Das ist keine gute Idee, Josh. Das kommt sowas von instant auf Twitter.
Okay, dann bedanke ich mich für Zuschauer. Vielleicht machen wir nochmal was. Wir haben noch eine Menge Spiele, die wir spielen können. Oh, wir haben noch so viel. Wir haben noch so viel. Wir haben nicht mal T-Shirts gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten... Was? Ihr habt ihn zweimal ignoriert. Ja, aber er hat mich nicht angeschrieben. Das war gemein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Mario Party spielen oder vielleicht nochmal das hier, was weiß ich. Bis dann und ciao. Bis dann, bye bye. Ciao. Bye bye.